Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Unturned. Und zwar, ich habe hier ein bisschen weitergebaut. Wie ihr seht, warum steht das Auto schief? So. Und zwar, hier sollen Blumenkästen später hin. Hier sind Seeds drin. Ich habe alles schon mal nach innen gebracht. Dann, ja, Nahrung, Medizin. Ein bisschen was habe ich noch gesammelt, weil ich noch einmal Mampf holen musste. Unter anderem das Ding habe ich gefunden hier. Sticky Granate. Mal gucken, wie die so ist. Ein paar Benzinkanister habe ich noch gefunden. Ja. Genau. Also das hier ist alles. Die Pillars hier kann man jetzt, wie gesagt, rausnehmen. So. Ja. Hält trotzdem. Und ja, wir brauchen jetzt noch eine Leiter. Hier. Unter anderem musste ich nämlich die. Würde gerne. Nein. Genau. So. Das Klebeband muss ich nämlich noch kaufen. So. Jetzt kommen wir hier rauf. Und hier stellen wir jetzt einfach das Lagerfeuer hin. Das sollte jetzt eigentlich. Genau. Hier aufwärmen. So, jetzt müssen wir noch ein paar Türen machen. Gucken wir mal. Door. Door hier. Also wir brauchen noch ein paar Planks. Und. Ne, die einfache brauchen wir. Genau, also brauchen wir zweimal Eisen. Das muss ich alles auch noch sortieren hier. Und dann müssen wir hier noch irgendwie ein bisschen was. So, Door. Double Door, nein. Einfache Door. Einfache Door. So. Ich würde mal sagen, soll nach innen aufgehen. So. Und die nach außen vielleicht so. So, jetzt haben wir hier schon doch ein, sag ich mal, kleines, aber feines Häuslein. Ja. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Muss ich noch mal kurz schauen. Ah, das reicht sogar. Cool. Quip. Okay, es ist leer. Zwar werden wir jetzt was ganz, ganz Tolles machen. Und zwar werden wir aus 5 Kanistern hier werden wir einen Industriekanister bauen. Der nimmt nicht so viel Platz weg. Und hat den Vorteil, dass. Moment. Ist noch einer voll. Und hat den Vorteil, dass man ja quasi eine gesamte Zapfsäule in einmal entladen kann. Und jetzt müssen wir ganz kurz schauen, wie das Ding nochmal ging. War das hier? Hier? Nein, nein. Ich finde dieses System hier irgendwie immer noch ein bisschen seltsam. Weil hier finde ich es jetzt. Ich weiß nicht, also. Das Crafting-System ist halt gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. So. Lup. Ah, okay, Crafting 2. Na gut, das ist jetzt nicht so das Problem. So, und. Moment, wenn wir gerade dabei sind. So. Wir haben jetzt eh gerade genug. Das Ding können wir vielleicht auch noch ein bisschen hochdrücken. Das hier auch noch. So. Ach, wir haben keinen Platz. Okay. Klar haben wir Platz. Hätte auch. Ist das jetzt eigentlich leer? Ja. Okay. Also das Benzin, was drin ist, wird also dann vernichtet. Gut. Da ist unsere erste Hilfe. Hier ist unser Werkzeug. Gut, die haben wir jetzt. Die können wir nochmal rauslegen jetzt. Ja, also hier ist Werkzeug. Da ist Nahrung, erste Hilfe. Hier hinten kommt Munition hin. Und halt Waffen und ähnliches. So, das Ding kann eigentlich erstmal hier hinten mit rein. Da ist jetzt halt auf jeden Fall schon deutlich mehr Platz hier. Ah, die Angel kann ich mal mitnehmen. Wenn ich irgendwo Wasser sehe, kann ich da mal anfangen.
Also mal ausprobieren. Und ich würde mal gerne wissen, wie man das drehen kann, ey. Na gut, da muss ich auch nochmal nachgucken. Gut, was wir noch machen könnten, ist, wir legen das jetzt einfach mal so alles rein. Einfach, weil wir brauchen es gerade nicht und wer weiß, wozu wir es mal brauchen könnten. Das kann weg. Die möchte ich gerne mal probieren. Cool. Das ist natürlich sehr geil. So, ach, warte mal. Genau, ich wollte gucken. Kommen wir Viecher? Nein. Ich wollte mal gucken. Ich glaube, wir fahren jetzt mal hier hin. Oder fahren wir dahin? Also ich möchte gerne nach hier, wie heißt das? Fertilizer hier, Mutterboden oder wie es auch immer auf Deutsch heißen mag, suchen. Damit wir hier ein paar Blumenkästen hinstellen können und dann quasi eigene Nahrungsproduktion machen. Also ich habe bemerkt gehabt, wenn man nämlich hier dann Feuer hinpackt, wachsen die schneller. Also kann sein, dass ich mir das nur eingebildet habe, aber ich war der Meinung, dass die dann schneller wachsen. So, mit dem Moment, genau, jetzt genau. Wir wollten jetzt, beziehungsweise ich wollte jetzt einmal hier runterjodeln. Ah, ich hätte mich vorher mal vollfressen sollen, ey. Naja, egal, wir sind ja gleich in der Stadt. Da ist übrigens das Moped. Das können wir uns eigentlich auch nochmal holen. Ich glaube, das verbraucht weniger Sprit oder so. Müssen wir mal gucken. Weil damit durch die Gegend ballern hinten eine Kiste drauf. Da kann man mal, wenn man mal Kleinigkeiten holen möchte, kann man das tun. War das Ding vielleicht hier? Mal kurz eine Kurve fahren hier. Okay. Sehr schön. Achso, und wenn ihr Zombies umflackt, kriegt ihr auch Schaden, ne? Also das Auto kriegt Schaden. Immer so by the way. Ah, siehst du, ich wollte noch nachgucken, wie ich das, dass das oben das Alarm-Ding anmachen kann. Das ging auf jeden Fall irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie. Ups. Nee. Ja, das passiert, das ist meine Leitplanke, also eine ganz schön unstabile Leitplanke. Eigentlich soll die ja dafür sein, dass man da reinballern kann und dann nicht rausfliegt, aber naja. Wer bin ich schon, ne? Was die sich dabei gedacht haben. Schön wäre, wenn man dafür noch Metallschrott oder sowas kriegen würde. Das wäre echt super, finde ich. So, jetzt sind wir da. Das heißt, wir können uns auch noch Benzin mitnehmen. Das ist sehr schön. Und ja, wir werden jetzt langsam anfangen, uns hier mal langsam durchzutasten. Ich meine, gut, das Monument hier sieht schon mal ganz cool aus. Wenn wir mal ehrlich sind, ne? Gut. Und wenn wir mal so schauen. Ach, guck mal, ich nehme auch noch was mit. Hat was, ne? Hat sowas, wovon hier, ja, wie heißt das Teil? In Berlin, näher der Bogen, Brandenburger Tor. Feuer. Da, wie viel brennende Knispel laufen hier da drum? Oh, hier ist Benzin und Golfcaddy. Nein! Ui, ganz, ganz will ich nicht. Komm. Wir fahren jetzt einfach um. Feuerdepartment, wie viel Feuer? Ah, da! So, kommt her. So, ne? Ja, ich habe leichten Schaden bekommen. Das heißt, wir werden da hinten nochmal vorbeischauen bei der.
Erstmal gehen wir gleich was essen. So, da haben wir Fertilizer. Die Seeds nehmen wir mal alle mit. Du bist nichts. Noch mehr Seeds, noch mehr Seeds, noch mehr Seeds. Und noch, also zwei Blumenkisten können wir schon mal bauen. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz uns vollfressen. Also hier sollte kaum noch was rumlaufen. So, das nehmen wir mit. Das können wir mitnehmen. Brot, ja, können wir Käse-Sandwich draus machen. Chips, nee, die Chips können weg, die sind zu low. So, dann das Ding. Das Ding. So. Und den hier auch noch. So. Gut. Dann schauen wir noch mal kurz, wo das Erste-Hilfe-Kapuff war. Das war ja hier. Warte mal, von da bin ich hier gekommen und das ist ja hier irgendwo gewesen, ne? Ups. Hier ist die Tankstelle. War die jetzt die erste Hilfe? Da hinten war die. Okay. So, dann kommt mal alle her. Ach, schön in Reihe und Glied. Denk immer von der Seite kommt dann immer noch einer. Nix dabei. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ah, sollen wir vielleicht doch mit Kettensäge reingehen? Ja, nehmen wir mal die normale Bandage auch noch mit. Hast du gemuffelt oder was? Ah, die hat auch schon ganz schön wieder was abbekommen. Ja. So, was haben wir hier? Nahrung ist voll. Wir bräuchten eher was zu trinken. Oh ja. Kettensäge. Vitamine, ja. Das erinnert mich hier, also das Spiel erinnert mich so ein bisschen an DayZ. Das war so ein bisschen ähnlich aufgebaut, so mit den Krankenhaus und solche Sachen, also. Gut. Nimm jetzt mal eine Vitaminladung. Und noch eine? Na, es reicht. Immer noch ein Vitaminschock hier. So. Was bist du? Antibiotika. Ja, die sind natürlich noch besser. Ja gut, war jetzt keine große Ausbeute, aber naja gut. Ich meine, wir haben unsere. Wir konnten so ein bisschen uns wieder ausgleichen. Da ist unser Töfteff. Ich überlege gerade, brauchen wir hier noch was? Benzin wollten wir noch holen, ne? Genau. Lidherz. Ja, komm. Sonst doch wer? Gut. Wir mal eine kleine Abkürzung. Ja, Rauchgranaten braucht kein Mensch.
das hier? Welche Magazinsorte? Hm, naja. Hab auch schon mal bessere Sachen gefunden. Nimm behalten wir das Ding. Nee, erst zerlegen war, ne? Nein. Da. Zwei nur? Ja, ein bisschen sehr wenig. Nun gut, dann. Ah ne, warte mal. Ich wollte ja noch die Flammenknispel da wegböllern, ne? Es waren noch zwei Flammenknispel hier, oder nicht? Einer? Ach, da hinten war da. Ja gut, das stört uns ja gar nicht. Kann ich ja hier doch ganz entspannt herfahren. Und ich muss unbedingt Klebeband noch mitnehmen. Ne? Klebeband und diese anderen Sachen alle. Aber es kommt später. Es kommt später. Oh, mein Magen grummelt. Komm. Hä? Hab ich noch gar nicht gesehen, ey. Nein? Ja. So. Also Antibiotika sind echt gut. So, dann nehmen wir mal sicherheitshalber eine Vitamin rein. Wo war das jetzt? Hier. Dann, oh, da hinten sind auch noch Kisskanister. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Equip. Flup, leer. So, den kleinen hier nehmen wir. Was ist das? Ach, noch einer. Na gut, nehmen wir die auch noch mit. Was war, haben wir? Dann gehen wir hier noch. Oh, Kühe. Kuh jetzt erlegt. Hä? Nur Leder? Kein Fleisch? Das ist ja Kacke. Das ist ja ein bisschen nutzlos. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Kuh gar nicht erst gejagt, ey. Ich dachte jetzt, joa, habe ich Glück, kriege ich schön Steak dazu oder so? Ne. Leder. Ich weiß gar nicht, wozu man das Zeug überhaupt braucht. Können wir mal gucken. Wozu brauche ich das? Okay. Für Klamotten. Aha, Lederpack. Okay. Sonst für nichts. Na gut, für Nahrung auf jeden Fall nicht. Na gut, ich meine, kann man ruhig mal dabei halten, kann man sich die Klamotten ja mal anschauen. Oh. Da höre ich gerade jemanden kommen. Ich bin mal ganz kurz am Pause. Ja, da bin ich wieder. Ich musste, wie gesagt, mal kurz raus, der mein Mitbewohner ist gekommen. Und ja, kurz mal ein bisschen quatschen, nicht? Das muss ja dann auch mal sein. Da. So. Ja, Nachteil ist, wir müssen uns jetzt wieder den Weg hier freiballern. Da hinten steht unser Wagen. Da ist übrigens so ein Unsichtbarer. Die kommt immer von der Seite. Also die laufen auf einen zu und schlenken ihn nach rechts oder links weg. Komm. So. 1, 2, 3 reicht. Wunderbar. So. Gut. Dann geht's mal weiter.
Hatte ich jetzt schon aufgetankt? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm. Nee. Okay. So, dann machen wir das auch nochmal voll hier. Hier ist leer. Was sehen meine entzündeten Augen? Ha, noch zwei Benzinkanister. Eins, zwei. Da haben wir ja schon wieder drei Stück. Das ist doch sehr gut. Machen wir auch noch voll. So. Ja. So, jetzt haben wir noch eine, also ein Kanister da drin, das reicht. Falls er mal wieder vorbeikommt. Ach, scheiße. So. Dass er es nie so stapeln kann, Mensch. So, ja. Dann können wir eigentlich wieder zurückfahren, würde ich sagen. Lala. Blub. Würde diese Autos mal von der Straße nehmen. So, komm du auch noch. Platsch. So. Ja, und dann fahren wir wieder zurück. Lalalala. Oh. Da können wir jagen. Ich glaube, das habe ich erwischt, oder? Weil das hat jetzt nämlich den Vorteil, da kriegen wir jetzt Fleisch raus. Ah, nee, schade. Hä? Okay. Interessant, interessant. Naja gut, dann filmen wir mal wieder hier auf. Ja. Ist irgendwie seltsam. Ich habe das Vieh mindestens zweimal getroffen, oder nicht? Ja, vielleicht sollte ich eher mit großkalibrigeren Waffen gucken. Oh, warte mal, hier ist ja auch einer. Da müssen wir jetzt auch noch mal reinschauen. Oh, Detonator. Cool. Aha. Naja, warum nicht? Ist ja für lau. Dass ich die ja nicht getroffen habe, wundert mich ja wirklich. Naja, was soll's. Ach! Weiß nicht, was wir noch machen können, Mensch. Wir können doch nochmal in den Laden reingehen, hier in diesen ihr wisst, was ich meine. In den hier Anpflanzladen da. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Bio irgendwas. Wo haben wir ihn? Der war hier doch, glaube ich, irgendwo, ne? Hier. Weiß ich, was ich vergessen habe? Drecksviecher. So, Seeds.
Nur sieht's hier? Hat sich aber nicht gelohnt, ey. Naja, nehmen wir wenigstens die Seeds mit. Was soll's. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Ist das noch ein Tannenbaum? Alter, wie viel gibt's denn hier davon? Das ist ja geil. Was? Oh cool, was ist das? Die Dinger sind schon mal gut. Das ist Mampf. Alice Packs? Ist das hier das Ding? Nett. Damit gehen wir nächstes Mal auf Jagd. Ah, gut. Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich der größte Rucksack, den es gibt. Das ist sehr gut. Das freut mich sehr. Ja, das war wirklich sehr gut. Naja, wir nehmen das sicher. Damit scheint ja keine schlechte, schlechte Qualität zu sein. Der Klamotten. So, dann nehmen wir mal das Ding hier. Das müsste auch wieder ein bisschen hier live auffüllen. Ja. Und dazu gibt es nochmal hier schöne Coke. So. Und jetzt eiern wir mal nach Hause. Wenn ihr was wühlen hört im Hintergrund, das ist mein Mitbewohner. Also ich höre es mindestens. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Muss ich hier lang? Nee, ne? Na gut, nimmt sich nichts. Aber ich fahre lieber den anderen Weg. Weil ich glaube, der ist kürzer. Nein, geh weg. So, hier. Das ist lang, oder? Genau. Und jetzt da hinten rechts. So, hinter der Kirche. So, genau. Hier muss ich lang. Es ist aber gut, dass wir den Rucksack gefunden haben. Der ist sehr selten und sehr groß. Oh. Jetzt probieren wir nochmal unser Glück. Warte mal. So. Kann ich das Zielvisier gar nicht raufsetzen? Das ist aber schade. Da. Mein Gott, ich schieße aber auch wie der erste Mensch, ey. Schauen wir mal, ob wir das Reh noch verfolgen können. Da ist es. Ha! Erwischt. Erwischt, erwischt, erwischt. Und da müssten wir jetzt eigentlich auch Fleisch bekommen. Hä? Wieso kriege ich denn hier nie Fleisch? Was ist denn das für eine Scheiße? Hm. So schlecht scheinen die Klamotten gar nicht zu sein. Aber warum habe ich da kein Fleisch rausgekommen? Das wundert mich wirklich ein bisschen. Aber naja, was soll's. Das Gewehr ist aber nicht toll. Moment. Allerdings ist die Munition sehr selten. Na, nein, so rum. Das ist also die Handfeuerwaffe hier ist übrigens auch so ein Special Skin, ne? Die man hier, die ich aus den Kisten habe. Warum leuchte ich so? Aber das ist vermutlich wegen diesem komischen Ding da dran. Mal gucken, hoffentlich finde ich jetzt meine Eimer, mein Auto wieder. Moment. Wo bin ich? Da. Irgendwo auf dieser Straße muss das sein. Hä?
denn hier die Straße? Bahnschienen? Ich bin doch über keine. Ich bin doch über nichts rübergegangen. Ja, wollte gerade sagen. Ich bin doch über keine Wasser oder Wasserweg oder sowas gegangen. Das erklärt noch einiges. Ich mach mal ganz kurz WhatsApp aus. Moment. So. So, jetzt haben wir auch wieder Ruhe. So, wir sind auf dem richtigen Weg, ja. Überhaupt nicht nervig, ne? Ich weiß. Ja, was soll ich zu erzählen, ne? Habt ihr das auch mal gesehen? Jetzt werden wir uns ein paar Blumenkübel bauen. Und dann pflanzen wir da erstmal, ja, das Nötigste an. Primär Weizen und Tomaten. Weizen halt für Brot und, oder Kuchen. Und Tomaten halt für, ach, da ist das Töff-Töff noch. Und, Tomaten halt für die, Nahrung und, Nahrung und die Getränke, also halt hier Flüssigkeit. Soll reichen? Nein. 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 Okay. Ich glaube, wir hatten sogar noch irgendwo Holz dann hier, ne? Ja. Ah, ne, wir brauchen das Loks, ja. Okay. Und jetzt brauchen wir noch die Säge. Die ist hier. Jetzt können wir hier draus erstmal Holz sägen. So, und jetzt Planter. Genau. Ah, schade, wir brauchen noch ein Holz. Was freut mich aber, dass wir den Rucksack gefunden haben. Das ist echt gut. So, jetzt zeige ich euch mal einen kleinen Trick bei den Plantern, wie man da vier Dinger drauf macht. Also vier, wie heißt es? Vier Seeds draufpacken kann. Das geht nämlich. So. Okay. Quip. So, die ersten Planter stellen wir aber einfach mal stumpf hier hin. Na. So, jetzt sind wir glaube ich erstmal erstes Korn, das meine ich jetzt nicht. Wheat. Haben wir davon? Ne, das ist glaube ich auch Wheat, ne? Und zwar schräg. Warte mal. So, so müsste das klappen. Habe ich per Zufall herausgefunden, dass so einer mehr raufpasst. Na, ich hoffe Vorführeffekt, das klappt jetzt. Vier Stück. Genau, jetzt wollte ich nochmal sägen. Und Planter. Oh. Einer zu wenig. Ach ja, klar, ich muss ja das hier auch zersägen. Planter. Da. So.
Flup. Flup. Glaube, das geht so schneller. So. Ich will die Kiste nämlich noch ein bisschen mehr in die Ecke haben, dass die auch ordentlich stehen hier. Ich glaube, damit kann ich leben. Und ich weiß nämlich jetzt nicht, ob das zu Problemen führt, wenn... Weil die hier überhängen, nicht, dass das dann irgendwie stört. So, Tomaten. Kann man da so mehr rein? Das ist ja geil. Cool. Okay. Das war mir auch noch nicht bekannt. Dass man so noch mehr reinbekommt. Ups. Das muss ich dann nochmal bei. Muss ich später nochmal genauer betrachten. Aber gut, das ist nicht verkehrt. So, nehmen wir mal das Ding hier runter. Das klatschen wir da oben drauf. So. 1%. Naja gut, wir warten mal ab. Und in dem Atemzug könnten wir eigentlich nochmal, wo haben wir es hier? Fishing. Genau. Das nochmal nehmen. Dann haben wir nämlich Glück und kriegen so 2 raus oder so. Und Moment, ich pack das erstmal da hinten alles rein. Und zwar die hier. Da werden wir jetzt mal einen Kleiderschrank für craften. Den Detonator. Das Holz schmeißen wir einfach raus. Wir könnten eigentlich daraus noch Kisten bauen. Eine können wir bauen. So. So, was bist du? Kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Die können von mir aus auch weg. Die normale Bandagen, ja. Dann können wir die auch nochmal zusammen craften. Zu einer... Achso. Ganz oben, da. So, eine Medium. Ah ne, das ist schon die große. Okay, dann können wir die zurücklegen. Und ja, genau, und hier hätte ich gerne nochmal die Dinger drin. Und jetzt brauchen wir auch langsam mal ein bisschen Nahrung. Wir haben ein Brot, das ist ein bisschen wenig. Also alles, was jetzt hier so angekratzt ist, sage ich jetzt mal so, sowas hier, ups. So, ne, das vielleicht jetzt nicht. Das Ding, das Ding, das Ding. Das können wir mal aufessen. So, so, so. Na gut, das ist ja eh zum Kochen. So, das Brot ist dafür auch da. Und die Chips kommen noch hier. Ups, hier hin. So, dann fangen wir mal an. Mehr hatte ich nicht. Na gut. Lötlampe. Ja gut, die Lötlampe kann da eigentlich auch noch mit drüber. So. Hier war erste Hilfe und Nahrung. Da. So. Bandagen. So, und den Sirup, davon nehmen wir auch noch mal so ein paar mit. So.
Mampf, Mampf, Mampf. Das ist gut. Kiste, ja, weiß ich nicht. Können wir nochmal bei den Waffen hier hinstellen, dass wir einfach mal ein bisschen sortieren können. So. Die kann zerlegt werden. Ach, wir wollten immer noch angeln. Ich packe mir das jetzt mal hier oben rein, damit ich das auch sehe. So, haben wir hier noch einmal was zu trinken. Und wir brauchen dringend Schuss, also hier Munition. Hier. Genau. So. Haben wir das schon mal? Dann können wir das hier mal reinlegen. Die Säge muss raus. So. Und ja, ich würde sagen, ja, ich weiß es nicht. Soll ich, soll ich das mit dem Angeln erstmal probieren oder wollen wir es in der Folge hier machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob man dafür noch irgendwas braucht oder so. Ach komm, wir probieren's. Ich sehe ja sowieso, die Folge ist bald um. Also können wir das auch mal testen. Komm, wir laufen noch mal zu Fuß kurz runter. La 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 la. Ich glaube, da ist Wasser, ne? Bin mal gespannt, was man so aus Fisch machen kann. Cooking, Fishing. Moment, Zombie. Zombies? Oh ja. Danke. Fishing. So. Jetzt probieren wir es mal. Oh, wow, das war knapp. Komme ich da irgendwie runter? Das ist nicht so das Ideale. Also die idealste Angelstelle. Ich mal so behaupten. Laufen wir mal so ein bisschen am Wasser noch lang. Na gut, dann belassen wir es dabei. Wie gesagt, gucken wir in der nächsten Folge. Ich probiere es einfach mal so und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Folgen. Bis dann, gehabt euch wohl. Tschüss.